Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. Wir spielen Fable Anniversary auf der Xbox 360 weiter. Beim letzten Mal haben wir, was haben wir gemacht? Wir haben irgendwie das Spiel halb abgeschlossen, also irgendwie oder schon zu drei Viertel abgeschlossen. Oder wir haben jedenfalls Jack besiegt, genau, ich bin gerade nicht auf seinen Namen gekommen. Wir haben den ollen Jack irgendwie vernichtet, geschlagen, was auch immer, und das Schwert der Ewigkeit in den ewigen Zeitstrudel der Verdammnis geworfen und damit herrscht jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen auf der Welt. So oder so ähnlich, aber das Abenteuer geht hier in Fable Anniversary noch ein wenig weiter. Uns wurde ja vom Gildenmeister aufgetragen, dass wir doch mal zur Gilde zurückkehren, beziehungsweise zur Großtaten-Aussichtsplattform. Da sollen wir mal hingehen und dann würde sich dort irgendetwas Wundersames, Magisches ereignen oder so. Ich weiß nicht genau was. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich kenne das selber noch nicht, deswegen bin ich jetzt schon ein wenig gespannt. Viele starben. Ich glaube, diese Kreaturen sind bekannt als Herbeirufer. Ich habe versagt. Ich werde versuchen, ihre Reise zum Festland zu verhindern. Aber ich brauche Hilfe. Der Stärkste von euch muss die erste Dämonentür beim Podium öffnen. Dort ist das Feuerherz. Nur der Erwählte wird von den Propheten angehört. Ruft mit dem Herz das Schiff der Ertrunkenen. Schnell, bevor alles verloren ist. Schnitter? Schnitter! Wir haben ihn verloren! Skorm! Die Dämonentür erwachte heute Morgen, ließ aber keinen von uns durch. Sie sagt, wir seien unwürdig. Es liegt bei euch. Ihr habt Jack ganz allein besiegt. Wenn sie sich nicht für euch öffnet. Der Mann hat recht. Ich tue, was ich am besten kann und wälze Bücher. Wir müssen wissen, wer diese Herbeirufer sind. Viel Glück! Okay. Das sah irgendwie nach neuen Feinden und dergleichen aus. Irgendwie neue Skelette und interessant. Und das hier ist jetzt also die ominöse neue Dämonentür. Warten hinter der Dämonentür auf euch. Na gut, dann gucken wir mal. Ihr tragt die Maske von Messer Jack. Die Propheten sahen die Ankunft eines solch legendären Helden voraus. Die Auferstehung der Herbeirufer in der nördlichen Einöde ist eine neue Bedrohung für alle Lebensformen. Wir haben dies seit langem befürchtet. Hinter meinen Mauern liegt das Feuerherz. Dort spricht ihr mit den Propheten, die darüber wachen. Ihr dürft eintreten, aber achtet auf den Herzschlag. Er hat viele vor euch versenkt. Okay. Ich habe keine Ahnung, wofür wir das Feuerherz jetzt tatsächlich so richtig brauchen, aber wir gehen es uns einfach mal holen. Und dann schlagen wir die herbeigerufenen Herbeirufer oder so, wenn das deren Name ist, dann einfach mal zurück. Wir sind die Propheten des Feuerherzens. Es war euer Schicksal, uns aufzusuchen, o Held. Die Bestie erhebt sich im frostigen Norden. Nur wer das Herz bekommt, kann sie stoppen. Seine Kräfte führen euch über das Meer. Dort trefft ihr auf eine Kraft des Bösen, dessen Wut noch nicht einmal der Tod stillen kann. Was soll denn das? Sagt ihm einfach, er soll uns hier rausholen. Ja, dazu kommen wir noch. Um das Feuerherz zu holen, müsst ihr das Rätsel von Tag und Nacht lösen. Und wir sind endlich frei! Seht die Tafel vor euch an. Jedes Mal, wenn ihr alle Monde in Sonnen verwandelt, erlöst ihr einen von uns aus dem ewigen Gefängnis. Füllt ihr das Brett aber mit Monden, stirbt einer von uns und das Feuerherz wird nie euer sein. Was? Ihr sagtet doch, er bekäme es, auch wenn er uns alle tötet. Ich habe es gehört. Still, Dummkopf! Es ist ganz einfach. Löst das Rätsel, holt euch das Herz und wir kommen raus aus diesem Loch. Alle sind zufrieden, alles klar? Okay, alles klar, auch wenn ich nicht genau weiß, ob ich euch überhaupt befreien will. Irgendwie kommt mir das sehr komisch vor. Dreht alle Platten auf Sonnensymbole, um einen Propheten zu befreien.
dreht alle auf Mondsymbole, um einen zu töten, vollendet alle 5 Runden, um das Feuerherz zu bekommen. Zur Befreiung müsst ihr alle Mondsymbole, indem ihr auf sie tretet. Wenn alle Felder zu Mondsymbolen werden, stirbt ein Prophet, das Rätsel wird jedoch auch dann gelöst. Das Feuerherz speit bei jedem Schlag eine mächtige Flamme aus. Wenn ihr das Rätsel nicht löst, bevor die Zeit abläuft, werdet ihr verbrannt. Ein guter Anfang. Ach so. Das ist ja, das ist ein tolles Rätsel. Okay, nee, aber das ist noch relativ einfach. Dup-di-dup-di-dup-dup-dup-dup-du. Und 5 Runden gibt's davon, ja? Nutzt das Feuerherz weise. Warum kommen die mir jetzt mit Rätseln? Wir hatten bisher in Fable noch nie Rätsel, also nicht so wirklich jedenfalls. Von daher ist das ein wenig seltsam und unorthodox, aber egal. Gut, zumindest habe ich den Sinn des Ganzen kapiert, wie man sieht. Oh, was geschieht da? Das Licht ist so schön. Mutter, ich komme. Jo, herzlichen Glückwunsch. Aber ist natürlich ein recht banales Rätsel, wenn man sich das mal so überlegt, weil im Endeffekt ist es ja scheißegal, was ich mache. Also, ich bekomme das Feuerherz ja so oder so. Das wurde zumindest so gesagt. Also von daher ist das ein bisschen, naja, okay. Aber ist wahrscheinlich schöner und besser, wenn alle überleben. Und das versuchen wir jetzt einfach mal zu erreichen. Freiheit! Endlich! Angeschmiert, ewiges Gefängnis! Angeschmiert, ne, ewige Verdammnis, ich kann dir entkommen, schnu. Ja. So stellt mir das auch vor. So, okay, das müsste doch irgendwie auch so hinzubekommen sein, wenn ich hier eine Kurve laufe, genau. Dann ist das nämlich auch ganz einfach. Jetzt folge ich meinen Prophetenbrüdern. Leb wohl! War das die 4. Runde? Oder ich glaube, es war die 4. Runde. So, noch eine, genau. So. Muss ich selber ein bisschen überlegen. Oh, das könnte blöd werden. Ich glaube, ich habe genau diese Runde hier falsch angefangen. Oder, ist ganz knapp. 7, 6, er geht leider auch nicht schneller. Ah, gerade so geschafft. Ihr seid gar nicht so übel. Werde euch mal eine Postkarte schicken. Postkarte aus dem Jenseits, oder was? Interessant. So, Feuerherz. Komm zu mir. Da stecken wir jetzt in unsere Hosentasche, oder was? Offenkundig. Feuerherz, ein Edelstein von atemberaubender Schönheit und mit mystischer Macht. Und schon werde ich rausteleportiert. Ich dachte eigentlich, ich könnte mich da noch ein bisschen umgucken. Aber gut, dann halt nicht. So, und was machen wir jetzt damit? Wir gehen in den hohen Norden und werfen das irgendeinem Vieh zum Fraß vor oder so. Irgendwie sowas in der Art. Habt ihr das Feuerherz? Ausgezeichnet. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Ich schätze, die Propheten haben Spaß gemacht. Ihr bekommt immer die lustigen Sachen. Tja, ich habe diese Herbeirufer-Kreaturen untersucht und glaube langsam, dass es nicht gerade sehr klug war, das Schwert der Ewigkeit wegzuwerfen. Diese Dinger sind übel, aber zu spät, um da noch was zu machen. Vielleicht nicht. Es ist zwar nur eine Legende, aber Geschichten erzählen von einer mächtigen Waffe, die in der Gilde versteckt ist und die Essenz aller hier begrabenen Helden enthalten soll. Aber der Einzige, der daran jüngst wirklich interessiert war, ist Mace. Er war besessen davon, sie zu finden. Jetzt wissen wir auch, warum. Vielleicht findet ihr in seinem alten Quartier, was er entdeckte. Denkt dran, das Feuerherz muss unbedingt im Leuchtturm der Hookküste platziert werden. Seine Kraft beschwört das Schiff, das euch in die nördliche Einöde bringt. Nochmals viel Glück, o Held. Okay, also erst Waffe in der Gilde finden, was faszinierend ist, denn das bedeutet, dass es einfach noch eine Waffe irgendwie in der Gilde gibt, neben dem Schwert der Ewigkeit, aber egal. Und sobald wir die Waffe gefunden haben, können wir dann aufbrechen Richtung Hookküste und uns dann freuen. Suchen wir jetzt erst die Waffe? Doch, ich glaube, wir suchen zuerst die Waffe und dann gucken wir nochmal auf die Questkarte.
Da werden nämlich jetzt bestimmt noch ein paar neue Nebenquests oder so mit dazugekommen sein. Also eine Nebenquest in jedem Fall. Und dann erledigen wir noch vorher die und ja, dann machen wir uns langsam auf. So. Ihr müsst das Feuerherz in... Ja, ja, Feuerherz, Leuchtturm, Huckkiste. Ja, ich will wenigstens schon mal kurz gucken. Was erwartet mich denn alles? Nö. Nur das Lösegeldopfer. Okay, gut. Dafür müssen wir dann nach Nothole Glade. Aber das erledigen wir dann bei Zeiten. Erst einmal, ja, Mace und so. Unser alter Lehrmeister, ehrwürdiger Meister. Huhuhuhu. Ob er jemals seinen Frieden gefunden hat oder was auch immer, wahrscheinlich nicht. Weil er ist ja schwach gewesen, ja. Er wollte doch nur auf der Seite der Gewinner stehen. So. Mace. Wie schön, dass ich hier nichts untersuchen kann. Messerjack. Das kennen wir doch. Erster Eintrag. Was? Hinweise auf Avos Trainer sind schwer zu finden, aber ich gebe nicht auf. Wenn ich seine Macht in meinen Händen hielte, würde alles anders werden. Ich könnte ihn damit selbst aufhalten. Oder das Schwert wenigstens jemandem anvertrauen, der den Mut hat, sich ihm entgegenzustellen. Eine Geschichte der Gilde. Zweiter Eintrag. Heute habe ich die bisher beste Beschreibung der Legende über Avos Träne gefunden. Sie befand sich im Anhang einer seltenen Ausgabe von Eine Geschichte der Gilde und beschreibt, wie das Schwert erschaffen wurde. Leider wird darin nicht erwähnt, wo es versteckt sein könnte. Dritter Eintrag. Endlich! Ich habe eine zerfledderte Schriftrolle mit dem Ort von Avos Träne gefunden. Die Träne zu bekommen könnte nicht einfacher sein. Man muss einfach nur die Inschrift auf dem leeren Grab im Hof der Gilde lesen und an die Waffe denken, um von den alten Helden bewertet zu werden. Ich kann nur hoffen, dass sie meine wahren Absichten erkennen und mich für würdig befinden. Vierter Eintrag. Es hat nicht funktioniert. Ich bin für immer in seiner Hand. Okay. Ja gut, aber dann gehen wir einfach mal raus und denken an eine übercoole Waffe. Und dann werden die altehrwürdigen Gildengeister uns schon Bescheid sagen. Also, denke ich mal. Hier liegt Delphe. Nee, wo war denn der Eintrag der... Hier ruhen Holder... Holla die Waldfee. Dieses Grab wartet auf einen Helden, der der Legenden würdig ist, die hier begraben liegen. Ja, aus der Reihe. Ihr seid reinen Herzens, wie wir sehen, und habt die ultimative Macht zugunsten des Landes aufgegeben. Wir halten euch für würdig, o Held. Möge Avos Träne in euren Händen die bösen Kräfte verbrennen. Boah. Masterschwert. Avos Träne. Dieses Schwert wurde mit außerordentlicher Macht erfüllt, als der große Gildenmagier Solkius Soleus, ich kann es nicht lesen, ob es ein C oder ein E ist, es müsste ein C sein, Solkius, es bei einem Zauber verwendete, um einen riesigen Wirbel zu schließen. Lange Zeit existierte es unter den Mönchen nur als Mythos. Seine Stärke kann sich sogar mit der des Schwertes der Ewigkeit messen. Wir haben alles richtig gemacht im Endeffekt. Und wir könnten es für verdammt viel Schotter verkaufen, wenn ich mir das so angucke. Aktueller Wert 126.000. Gleich mal zum Schwarzmarkt bringen. Okay. So, habe ich jetzt... Nee, muss ich die Waffe... Ich wollte die Waffe doch noch... Wir wollen die Waffe doch noch ausrüsten. Ausrüstung. Bitte, Stock, nein, Velos, Verkünder, Ronok, Avos... Ja, Ronok, die Axt hätten wir auch noch, stimmt. Avos Träne, was hat die denn alles führen? Kann ich mir nicht irgendwie angucken. Die hat irgendwelche Verstärkungen. Das eine Symbol dort unten rechts hat was mit Erfahrungspunkten zu tun. Achso, nee, da steht Verstärkung. Gesundheitsverstärkung, Mana-Verstärkung, Erfahrungsverstärkung. Boah. Wir sind so mächtig. Die Klinge glüht in verschiedenen Farben. Grün, blau, rot. Oh, das finde ich nett. Hups. Ja, das kann man... Kann man mit leben? Also, ja, ich fühle mich auf eine gewisse Art und Weise gerade mächtig. Hohoho. Ja, ich bin der Beste. Tralalalala. Okay, gut. Ja, dann können wir mal eben noch eine fluffige Nebenquest machen. Bevor es dann weitergeht, müssen wir eigentlich irgendwas mit unseren Vorräten oder so... Müssen wir mal ein bisschen was auffrischen. Man weiß ja nicht. Da kann man ja zumindest mal gucken. Leder, Blups, nö.
Eisen, Katana, Spitz, bla, bli, blub, als ob hier irgendeine Waffe besonders toll wäre. Ich meine, okay, wir können natürlich mal so einen überkrassen Bogen oder so kaufen. Aber wenn ich mir hier angucke, dass er den Preis mal eben so um 10.000 erhöht, weil er irgendwie so lustig ist, dann habe ich da keine Lust drauf. Willenskrafttrank. Ja, kaufen wir 50 Stück davon. Passt schon. Pralinen, nö, grüne Apfel, Apfelkuchen, rotes Fleisch. Brauchen wir das alles irgendwie nicht. Ich wollte aber eigentlich mal gucken. Oder beziehungsweise ich wollte mich nochmal noch ein bisschen genauer umschauen. Und mit den Händlern vor allem quatschen. Weil wir suchen ja auch noch nebenbei Heldenpuppen. Und irgendwelche Typen sollen auch irgendwelche Heldenpuppen noch mit sich führen. Nothole Glade soll zum Beispiel noch eine sein. Und eventuell müsste ich auch noch beim Hühnertrittwettbewerb mitmachen. Und genau, es soll noch auch noch Fischereiwettbewerb geben, wurde mir gesagt. Da müsste ich dann auch noch mal vorbeischauen. Wir haben also noch jede Menge zu tun. So, aber jetzt nehmen wir auch noch nebenbei diese Quest an. Für den Sohn des Häuptlings von Nothole Glade wird ein Lösegeld verlangt. Bringt ihn zurück. Das kriegen wir hin. Und nebenbei übernehmen wir noch eine Großtat, denn wir sind natürlich ein wahrer Held. Und mit der Waffe, die wir jetzt haben, können wir uns auch tatsächlich so fühlen. Avos Träne, tralalalala. Wir müssen auch noch Geld spenden beim Tempel von Avos. Macht den Quest. Nein, wir machen ihn nicht nackt, aber wir nehmen keinen Schaden. Das Opfer darf nicht verletzt werden. Okay. Tötet die Wächter des Entführers und den Entführer. Okay. Ja, kriegen wir hin. Hey, hey. So, Leute. Habt mich lieb. Denn ich bin euer Erlöser, euer Erretter. Und ganz nebenbei habe ich zum Beispiel... Wo ist denn die Maske? Haben wir nicht die Maske von Feuerherzband? Ich dachte, wir hätten die Maske von Messerjack. Ist die keine normale Trophäe oder wie was? Okay, jetzt zeige ich euch halt die Schnalle von Mace. Der war auch mal ein hohes Tier. Guckt euch das an. Hier, ich allein habe Mace besiegt. Ich bin so mächtig. So, hier. Leute, guckt es euch an. Huldigt mir. Danke. So. Nein. Ups. Wollte ich nicht. Entschuldigung. Habe ich mir irgendwelche Blitze verschossen? So, nebenbei aktivieren wir schon mal ein Schild. Weil ich irgendwie keine Lust habe, in irgendwelche Dinge reinzulaufen, die mir wehtun. Und jetzt gehen wir erstmal kurz angeln. Mir wurde nämlich gesagt, oder per PN geschrieben, dass es noch einen Silberschlüssel da geben würde. Denn, was ich total verpasst habe, oder worum ich mich nie gekümmert habe, bei Fisher Creek, also dem Anglerteich quasi, da können wir noch an einem Angelwettbewerb teilnehmen. Und da möchte ich jetzt einfach mal hingehen und mir das angucken, weil das habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Ja, weil ich mich irgendwie zu dusselig da in der Beziehung anstelle oder so. War hier hinten in der Ecke eigentlich mal irgendwann was? Oder so? Oder nicht? Oder doch? Haben wir hier jemals gebuddelt eigentlich? Ist nur mal so. Ich kann ja nicht buddeln. Also, beziehungsweise doch, ich kann buddeln, aber dafür muss ich die Schaufel auch wirklich rausholen. Gegen andere... Muss doch hier sein, oder? Messerjack. Nein, das sind die ganzen Briefe, Räuber, Zellenschlüssel. Wo ist denn die dämliche Schaufel? Hatte ich die nicht eigentlich auf einen Quick-Slot gelegt? Dachte ich zumindest. Ja, hier ganz viele Bärte und so weiter und so fort. Es ist doch irgendwie hier ein Spaten. Spaten. Benutzen. Bitte buddel. Und? Finde nix. Cool. Dabei war die Szenerie doch eigentlich so verlockend. Da hätte doch irgendwie was sein müssen. Bilde ich mir jetzt einfach mal ein. Nein. Dann halt nicht. So. Hallo, ihr lieben Leute. Ich muss euch leider verhauen heute. Das tut mir fast in der Seele weh, aber auch wirklich noch fast. Wir schneiden mit unserem Schwert durch die gegnerischen Massen, als wäre es irgendwie, ja, ein warmes Messer, das durch Butter flügt. Lecker, lecker. Butter, yam, yam, yam. Wir haben übrigens momentan Sonntagmorgen, ja.
Ich bin verdammt früh wach geworden, weil ich weiß eigentlich nicht warum. Normalerweise, ja, keine Ahnung, in den letzten Tagen bin ich aber auch immer nachts irgendwann wach geworden. Das ist schrecklich. Aber wenn man sonntagmorgens schon sehr früh wach wird, das ist, ist seltsam. Andererseits ist mir das ein bisschen lieber, als wenn ich wieder einen halben Tag verschlafen hätte. Wie es sonst in der Vergangenheit oftmals mal vorkam. Also, so hat man ein bisschen mehr vom Tag und so kann man sich ein paar Dinge ein bisschen besser einteilen und so. Problem ist dann nur, dass ich dann wahrscheinlich heute Abend schneller müde werde, aber naja, okay. Damit werde ich schon irgendwie zurechtkommen, denke ich mir mal so, ja. Ich bin um 6 schon wach geworden und um 7 bin ich aufgestanden. Da habe ich den Kampf dann aufgegeben. Mein Gott, ja. Aber wie gesagt, dafür fühle ich mich einigermaßen frisch.